Tutanchamun, auch bekannt als der König Tut, ist einer der bekanntesten Pharaonen des alten Ägyptens. Er regierte etwa von 1332 bis 1323 vor Christus und starb im Alter von nur 18 oder 19 Jahren. Sein Grab, das 1922 von Howard Carter entdeckt wurde, ist eines der berühmtesten archäologischen Funde aller Zeiten und enthält eine Fülle von Schätzen und Artefakten, die unser Verständnis des alten Ägyptens erheblich erweitert haben. Tutanchamuns Regierungszeit war von politischen und religiösen Unruhen geprägt. Er war der Sohn von König Echnaton und Königin Nofretete, die eine neue monotheistische Religion eingeführt hatten, die den Sonnengott Aton anbetete. Tutanchamun setzte diese Religion nicht fort und kehrte stattdessen zu traditionellen polytheistischen Religionen zurück. Als er starb, wurde Tutanchamun in einem kleinen Grab in Theben begraben. Dieses blieb jedoch unversehrt, während die Gräber andere Pharaonen geplündert und ihre Schätze gestohlen haben. Unter anderem fand man in diesem Grab Goldmasken, Statuen, Schmuck und andere kostbare Objekte. Und genau deswegen ist er einer der bekanntesten Pharaonen Ägyptens.